Es folgt eine Bilanzsendung für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 27. Februar 2022. Stellen Sie sich kurz vor. Ich bin Christoph Huber. Ich lebe mit meiner Familie, mit meiner Frau und unseren drei Kindern gemeinsam in Wörgl. Die beiden Größeren sind bereits Teenager. Der Jüngste besucht noch die Volksschule. Mein Beruf ist Rechtsanwalt. Warum treten Sie bei der Gemeinderatswahl an? Für ein neues Wunder in Wörgl. Ich möchte mich in Wörgl einbringen, ich will für Wörgl etwas weiterbringen. In meinen Augen hat sich in den letzten Jahren vor allem für die Jugend zu wenig getan. Ich will, dass man in der Gemeinde endlich wieder auf unsere Jugend schaut, denn die Jugend, das ist unsere Zukunft. Auch in der Wirtschaft muss was weitergehen in Wörgl. Der Leerstand muss bekämpft werden, es muss jungen Unternehmen und Startups in Wörgl eine Chance geboten werden. Was ist das Programm Ihrer Liste? Die Bahnhofstraße muss autofrei und begrünt werden. Der Leerstand muss bekämpft werden. Wir wollen keinen Donut-Effekt, wir wollen einen Muffin-Effekt. Der Donut ist zwar sehr gut, aber in der Mitte fehlt ihm was. Der Muffin hat meistens einen sehr guten Kern. Und so denken wir die Bahnhofstraße, unser Stadtzentrum. Wir wollen ein nachhaltiges Wunder. Wir wollen mehr Radwege, wir wollen am Motorikpark, wir wollen einen Eislaufplatz und wir wollen Sportstätten. Wir wollen mit einem Kulturwunder mehr kulturelles Angebot nach Wörgl bringen. Wir denken hier an eine Zusammenarbeit mit den Tiroler Museen und unsere Schulen. Wir wollen auch am Bauernmarkt eine kulturelle Erweiterung und zwar vom Kaspressknödel bis zum Kebab. Auch ein Wunder für unsere Jugend wünschen wir uns mit einem Jugendgemeinderat mit eigenem Budget. Eine so hervorragende Schulstadt wie Wörgl braucht auch ein hervorragendes Freizeitangebot. Mit unserem Programm und mutigen Entscheidungen wird Wörgl wieder zukunftsfit. Wohin soll sich Wörgl in Zukunft entwickeln? Wir von NEOS wollen in den nächsten 6 Jahren in Wörgl ein neues Wunder für Wörgl. Und zwar ein Wirtschaftswunder, ein nachhaltiges Wunder, ein kulturelles Wunder und ein Wunder für unsere Jugend. Liebe Wörglerinnen und Wörgler, bitte geht am 27. Februar zur Gemeinderatswahl und sorgt für ein neues Wunder von Wörgl. Der Spitzenkandidat im Wordrap. Fußgängerzone. Begrünt, autofrei und ohne Leerstand. Wave. Die Abstimmung darüber hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt gilt es aber zu retten, was zu retten ist, und wir müssen schauen, dass zumindest ein Freischwimmbad bleibt. Zu denken wäre auch an einen Minigolfplatz oder einen Radfahrpark oder beides. Jedenfalls aber muss der Grund den Wörglerinnen und Wörgler erhalten bleiben. Schulneubau. Wir als Bildungspartei fordern hier endlich einmal konkrete Pläne. Schwimmbad neu. Eine Stadt wie Wörgl muss jedenfalls ein eigenes Schwimmbad haben. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder nach Kufstein, nach Kundl oder Bad Hering fahren müssen. Ein Schwimmbad muss für unsere Kinder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Sicherheit. Aus eigener Wahrnehmung weiß ich, dass es hier in Wörgl, insbesondere im Umfeld der Bahnhofstraße, große Probleme gibt. Es gibt Gewalt und Drohungen mit Gewalt auf offener Straße. Hier muss Wörgl aktiv werden und seine Bürger schützen. Kinderarzt. Es freut mich, dass wir etwa in einem halben Jahr in Wörgl wieder eine Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde begrüßen dürfen. Nur das Thema jetzt vor der Wahl aufzugreifen, finde ich nicht in Ordnung. Es ist weder Verdienst der Gemeinde noch irgendeiner wahlwerbenden Gruppe. Kinderbetreuung? Diese muss dringend ausgebaut werden. Es wurde zwar etwas angekauft oder soll etwas angekauft werden, genaueres ist aber offenbar nicht bekannt. Es braucht hier dringend eine Zwischenlösung. Sportstätten für alle? Das ist etwas, was Wörgl schon lange braucht. Einen Fußballplatz, einen Basketballplatz, am besten beides zusammen, wo Jugendliche und Kinder jede Zeit hingehen können. Sie können sich einen Ball schnappen und unkompliziert loslegen. Familienfreundliche Gemeinde? Ob mit oder ohne amtlichen Zertifikat, es muss unser Ziel sein, für unsere Familien eine attraktive Stadt zu schaffen. Seniorenbetreuung? Dieses Thema wird immer wichtiger. Ich denke, dass es in Wörgl ganz gut funktioniert. Unser Ziel soll es aber sein, jederzeit darauf zu schauen, dass es unseren älteren Mitbürgern immer gut geht. Hochwasser. Wir müssen dringend schauen, dass auch beim Hochwasserschutz etwas weitergeht. Für viele Bewohner bedeutet das, dass ihr Besitz plötzlich nichts mehr wert ist.
Sie können notwendige und dringende Umbauarbeiten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführen. Wörgl muss dringend aus der roten Zone, nicht nur politisch. Das war eine Bilanzsendung für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 27. Februar 2022.